willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, heute mal ein Vlog um 12 Uhr, nicht nach 12 Uhr, weil ich heute frei hatte. Ich hatte leider noch ein bisschen zu tun, ich wäre gerne früher angefangen, aber was will man machen? Gut, ich habe es letzte Woche schon mal erklärt, nicht genau, deswegen erkläre ich es jetzt nochmal. Hier in dieser Ecke wird demnächst Hashtag IT verstehen produziert. Das ist mein zweites Format für den Kanal von Johannes Klossisch IT Support. Ja. Das Wichtige daran ist, dass wir die Wand, weil hier sonst alles weiß ist, grün streichen, damit wir hier so eine Art Greenbox haben. Ansonsten wird wahrscheinlich gänzlich der Hintergrund mit eingefärbt und wer möchte plötzlich, dass sein weißes Regal in, weiß ich nicht, in einem Aquarium steht. Nur mal so als Beispiel. So. Ja. Das war's erstmal. Ich werde jetzt hier erstmal ein bisschen aufräumen, damit wir ein bisschen Platz haben. Ich weiß natürlich noch nicht, ob wir das wirklich bis zum 7.7. schaffen, das Studio hier vollkommen einzurichten. Deswegen habe ich auch einen Plan B. Also keine Sorge, der Kanal startet dann an diesem Tag neu. Mit Folge 1, also das jetzige Video, was ihr da jetzt seht über Mikogo, das wird nochmal neu aufgenommen, beziehungsweise es kommt wahrscheinlich ein bisschen später nochmal rein in der Neuauflage. Die, also sprich, aus nochmal komplett von Anfang an, damit ihr merkt, der Johannes gibt sich hier Mühe, euch einen vernünftigen Inhalt zu verkaufen, auch wenn er manchmal das Wörtchen M zu oft benutzt. Also, bis später. So, jetzt muss ich mich erstmal ganz schnell umziehen, weil jetzt haben wir gleich noch einen Kundentermin, der muss jetzt erledigt werden, also anderes T-Shirt an, zack. So, jetzt sind wir fertig und jetzt geht es erstmal runter, beziehungsweise wir sehen uns dann später wieder, weil ich werde heute nicht beim Kunden filmen, weil ich das nicht immer möchte, ich möchte mich da nicht aufdrängen, aber falls doch, sehen wir uns da, oder eben nicht. Bis gleich. So, da bin ich wieder, ein bisschen zerzaust, auch ein bisschen verschwitzt. Ja, ich habe heute nicht beim Kunden gefilmt, weil die hatten genug zu tun, da wollte ich jetzt nicht stören und das war auch nur so ein kleine Support-Session von, weiß ich nicht, 10 Minuten ungefähr und dann wollte ich jetzt auch nicht länger stören, vor allen Dingen nicht mit der Kamera. Das holen wir vielleicht nochmal ein anderes Mal nach, aber jetzt gehe ich mich jetzt erstmal umziehen und ein bisschen frisch machen, weil die Büroarbeit, die wartet. Real-Life-Tipps geben und der ist heute eigentlich ganz einfach und ganz, ganz simpel. Mach das, wozu ihr Bock habt. Ja, also ich persönlich, das wisst ihr ja, ich habe Bock, Leuten mit Computerproblemen zu helfen, beziehungsweise am Computer zu sitzen und da was zu machen, egal ob ich jetzt programmieren, ob das jetzt Videos machen ist oder so weiter und so fort. Macht mir einfach riesen Spaß und so müsst ihr auch lernen. Also wenn ihr irgendwas mit Holz macht oder was mit Metall oder so und ihr habt da irgendwie Bock zu, dann macht das einfach. Ja? Also, ja, wenn ihr in den Tiefen euch fühlt, okay, das ist das, was mich ausfüllt, das macht mir riesen Spaß, dann seid ihr im richtigen Job. Ja? Also, das ist so meine Meinung dazu und ich denke mal, das ist ein
eins der besten Tipps, die ich je gegeben habe. So, ja. Jetzt wollte ich euch eigentlich noch mit euch nach draußen, aber da war gerade so schlechtes Wetter, da habe ich mir gesagt, gut, bleiben wir heute zum Ende hin doch nochmal im Büro. Und da habe ich auch was überarbeitet, und zwar meinen Kontaktbutton. Wenn ihr auf meine Webseite geht, dann ist da unten so ein Kontaktbutton, daneben ein Terminbutton. Zum Kontaktbutton habe ich zwei Kontaktmöglichkeiten hinzugefügt, das ist einmal Telegram und einmal WhatsApp, obwohl ich ja nicht so von WhatsApp begeistert bin. Könnt ihr quasi einen Chat mit mir starten, und keine Sorge, ich speichere keine Telefonnummer, keine ID, also sprich gesondert irgendwie in irgendwelchen Listen. Nein, wird nur der Chatverlauf gespeichert, und wenn ihr das Wort Hashtag Chat Stopp sendet, dann lösche ich diesen Verlauf auch bei mir. Also ich denke mal, so ist es ganz klar, dass ich hier richtig transparent arbeite, ist mir auch wichtig, ob das auf YouTube ist oder mit meinen Kunden. Ich versuche da immer ein bisschen korrekt zu sein, obwohl manchmal ist eine Korrektheit auch eine kleine Behinderung, wenn ich das mal so sagen darf, wenn man zu korrekt ist in manchen Sachen. Klar bin ich sehr korrekt, was meine Kunden angeht, was die Lösungen angeht, aber wenn man manchmal so Dinge hat wie, ach komm Johannes, komm, lass mal mit. Und man hat persönlich, also ich habe dann persönlich die Meinung, das ist jetzt aber nicht so dolle, dann verbaut man sich damit auch manchmal so ein paar Wege, die einen das Leben einfacher machen können. So, gut, mit diesem Tipp beende ich heute meinen Vlog. Ich hoffe, der hat euch gefallen, und immer dran denken, macht was, dann bekommt ihr auch das, was ihr euch wünscht. Also, bis zum nächsten Mal, euer Johannes.